Hallo, hier ist die Sabine von Leben auf Rädern. Heute ist der 14. Februar, Valentinstag. Und draußen ist es richtig, richtig schön. Wir haben im Moment minus 10 Grad. Und ganz viele Leute habe ich spazieren gehen sehen. Würde ich auch gerne machen. Aber das ist ein bisschen schwierig. Warum das schwierig ist und was vielleicht sogar ihr dazu tun könntet, damit es Rollstuhlfahrern etwas leichter gemacht wird, spazieren zu gehen oder auch einfach nur einkaufen zu gehen, das sage ich euch in diesem Video. Und keiner weiß, wie stark er ist, bis nur noch Stärke zählt. Komm mit mir, ich zeig dir meine Welt. Am letzten Wochenende hatten wir hier eine Wetterlage wie das letzte Mal im Winter von 1978 auf 1979, haben sie gesagt. Auf jeden Fall kam eine Menge Schnee runter. Und nicht nur am Wochenende, sondern auch an den Tagen hinterher. Die Leute gehen spazieren. Ich sehe sie hier in der Straße mit lustigen bunten Pudelmützen, mit dicken Jacken und Handschuhen. Würde ich auch gerne machen. Ist aber nicht so ganz einfach. Dass Winter und Rollstuhl generell nicht ganz so einfach sind, könnt ihr euch gewiss vorstellen. Da ist zunächst mal die Rampe. Normalerweise alles überhaupt kein Problem, schon gar nicht, seit ich meinen Levo habe. Da fahre ich runter und rauf mal eben zum Mülleimer. Selbst das geht im Moment nicht. Warum nicht? Die ersten Lagen Schnee kamen so langsam rein, dass sie auf den noch warmen Boden getroffen und damit geschmolzen sind. Danach kam aber so schnell so viel Schnee, dass diese ersten geschmolzenen Lagen wieder angefroren sind. Das heißt, wir haben im Moment eine durchgehende Eisschicht auf der Rampe. Das ist alles ja nicht weiter problematisch, ne? Da kann man ja streuen. Naja, Tausalz wird mittlerweile nicht mehr ganz so gern gesehen, weil es halt für die Umwelt, naja, sagen wir mal freundlich, nicht so das Beste ist. Und Rollsplitt? Naja, Rollsplitt ist so eine Sache. Die Steinchen sind normalerweise, sollten sie sein, sehr scharfkantig und spitz. Wenn ich da mit meinen Rollstuhlrädern drüber fahre, dann ist das, naja, schlimmstenfalls ein Grund dafür, dass mir die Räder kaputt gehen. Und leider ist mir das auch schon passiert. Das Blöde ist, das fällt ganz häufig nicht sofort auf. Das ist eine Sache, das dauert. Das setzt sich dann in die Reifen, in die Stollen, wie zum Beispiel bei einem Mountainbike, und popelt sich so ganz langsam durch, bis es irgendwann beim Luftschlauch angekommen ist. Und dann fährt man da vielleicht über eine etwas heftigere Kante, Sprachenlernen, Bubble. Über eine etwas heftigere Kante. Und mit einem Mal macht es Pfff. Und der eine Reifen ist platt. Die andere Möglichkeit ist, dass ich den Splitt mit hier ins Haus bringe. Jetzt ist das ja alles nicht so das Problem, ne? Doch. Denn ich kann mir die Räder nicht mal ebenso einfach auf dem Abtreter abwischen, wie ein Geher sich die Füße abputzt. Das heißt, schlimmstenfalls nehme ich die Steinchen ganz einfach in meinen Rollstuhlrädern mit rein. Vielleicht seid ihr mal auf freier Straße und ohne Eis und Schnee mit dem Fahrrad oder mit dem Auto über Rollsplitt gefahren. Ganz abgesehen davon, dass man weniger Haftung auf dem Boden hat und das ganz schön gefährlich sein kann, wenn sich so der Boden mit einem in Bewegung setzt,
geht es auch noch darum, dass der Split aufgewirbelt wird. Auf der Straße, wenn irgendwo ein zum Beispiel Frostaufbruch repariert wurde und da Rollsplit liegt, ist ja normalerweise sogar die Geschwindigkeit runtergenommen. Nun ist das ja alles überhaupt kein Problem, denn die Autofahrer fahren ja alle umsichtig und nicht zu schnell und gerade im Winter dem Wetter angepasst. Vielleicht, wenn wir Glück haben. Wenn jetzt aber doch mal ein Steinchen aufgewirbelt wird oder von den größeren Rädern von Bussen oder LKWs oder wir sind hier auf dem Land, Treckern einfach zur Seite spritzt, dann ist das schon auf dem Fahrrad sehr, sehr unangenehm. Im Rollstuhl ist mein Kopf dichter an der Fahrbahn. Das heißt, das, was bei einem Radfahrer vielleicht nur auf den Händen aufkommt, das kann bei mir auch schon mal im Gesicht landen oder im schlimmsten Fall im Auge. Das nächste Problem sind Schneewehen und Schneewelle. Die waren teilweise so heftig, dass ein halbes Auto da drin verschwunden ist. Meins zum Beispiel. Das stand da bis zu den Achsen wirklich im Schnee. Die andere Möglichkeit sind Schneepflüge. Wir hatten letzte Woche hier einen Schneepflug. Der hat den Schnee von der Straße weggefegt oder vielmehr weggeschoben und am Rand zusammengeschoben. Und zwar so heftig zusammengeschoben, dass jemand, der vor dem Schneepflug von seinem Parkplatz weggefahren war, hinterher nicht mehr drauf kam, weil da ganz viel Schnee lag. Diese Wälle liegen dann dort, wo die Bürgersteige abgesenkt sind. Ein Geher macht einen größeren Schritt und steigt da drüber. Für mich ist das ein Moment, an dem ich einfach stehen bleibe. Dann gibt es natürlich die Leute, die ihre Gehwege auf dem Grundstück freischieben. Ist schon sehr sinnvoll, das brauche ich schließlich auch. Aber ein bisschen mehr Breite als eine Schneeschaufel breit ist, wäre dann schon ganz nett. Und wenn dann der Schnee nicht auf den Rasen geschippt wird, sondern einfach nur zur Seite, haben wir da den nächsten Schneewall, der sich dann an der Einfahrt auftürmt, dort, wo der Fußweg anschließt. Ist nicht so, als hätte ich das nicht auch so gemacht. Als ich noch Geher war, war es mir auch wichtiger, mein Auto freizuräumen, die Einfahrt freizuräumen und den Schnee eben irgendwo an die Seite zu schippen, weil es mir in den meisten Fällen einfach zu schwierig war, den auf den Rasen zu schmeißen. Da hätte ich schließlich über meinen Zaun drüber gemusst. Tja. Und so sitze ich also seit letzter Woche noch fester hier im Haus. Ich denke, es geht vielen Rollstuhlfahrern, vielen Rollatorfahrern, vielen Krückenläufern und vielen Menschen, die die Anzahl ihrer Schritte, die täglich möglich sind, zählen müssen. Genauso. Wenn ihr also irgendeinen Einfluss darauf habt, wie Schnee geschippt wird, wenn ihr selber dafür verantwortlich seid, zum Beispiel auf einem Gehweg den Schnee wegzuschippen, dann seid doch bitte so gut und schaut, dass ihr ein bisschen mehr Breite frei macht, als so eine Schneeschaufel breit ist. Und schaut, dass ihr den Schnee nicht einfach nur an der Seite zusammenschiebt. Den Gehweg freischippen ist ganz schön wichtig, denn es will ja schließlich keiner, dass ein Postbote oder ein Passant sich lang macht. Noch dazu ist das meines Wissens nicht ganz billig, denn das kann zu einer Schadenersatzforderung oder zu einer Schmerzensgeldforderung führen, die dann, soweit ich weiß, auch durchaus mal durchgewunken wird. Also, der langen Rede, kurzer Unsinn. Schnee ist super schön. Schnee für Rollstuhlfahrer,
bedeutet in den meisten Fällen Hausarrest, aber es kann jeder ein bisschen was dafür tun, dass es eben nicht ganz so schlimm ist. Dass man vielleicht ein paar Umwege machen muss, aber seien wir ganz ehrlich, das müssen wir in den meisten Fällen sowieso. Und dann trotzdem den Schnee genießen kann. Ich hoffe, ihr genießt diese Woche. Ich hoffe, ihr habt dieses Video vielleicht ein klein wenig genossen. Und ich wünsche euch und uns, dass wir den Schnee genießen können. Wir sehen uns beim nächsten Video.